Oh nein! Möchte ich es wissen, oder? Es ist noch nichts passiert. Eisen, du redest hier von noch nicht. Ja, da war ganz spontan eine Schlucht vor mir. Die hat sich einfach so vor mir aufgetan. Da konnte ich nichts machen. Hier gibt's noch mehr Pferde. Aber die werde ich jetzt nicht zähmen gehen. Denn ich habe jetzt schon so viele Pferdeherden gezähmt. Mehr sind gerade nicht nötig. Du könntest wahrscheinlich das ganze französische Heer mit den Dingern ausstatten. Ich glaube auch. Pferd. So wie du am Sammeln bist. Und wenn nicht, dann müssten wir inzwischen genügend haben und ordentlich viele zu züchten. Sobald ich dann alle irgendwie zurück in die Heimat gebracht habe. Ja, das kann sein. So, hier ist Halbinsel. Muss ich gerade nicht drauf. Und hier gehe ich weiter. Oh, dann. Hey Eisen, wusstest du eigentlich schon, dass es wieder dunkel wird? Ja. Das ist schwer nicht zu bemerken, hier schon eine Schlucht. Oh nein. Oh doch. Ach guck mal, habe ich noch 13 Bruchstein. Okay. Die Linie. So, es leuchtet zumindest ein bisschen um uns herum. Wieso habe ich gerade 30 FPS eigentlich? Ich kann es dir nicht sagen. Aber das Spiel wird seine Gründe dafür haben. Nein, hat es nicht. Theopraktisch gesehen schon. Ach, Idiot. Sekunde. Und nicht bei den Grafikeinstellungen. Die maximale Bildrate bei mir auf unbegrenzt. Ich setze die mal auf 60. Was, wenn ich das so einstelle? Ist es dann in Ordnung mit den... Nee, ich bleib bei 30. Okay, gut, dann setzen wir die einfach auf unbegrenzt. Viel Spaß. Vielleicht auch, weil wir die Sichtweise auf Maximum haben gerade. Das könnte durchaus möglich sein. Au. Ah gut, bisher kam uns die Sichtweite sehr zu gut. Da ist ein Dorf. Und ich bin mir nur zur Hälfte sicher, dass ich das noch nicht geplündert habe. Solltest du nicht so langsam mal den Rückweg anstreben, oder? Ich bin die ganze Zeit dabei. Himmel, Herrgott! Lass das doch. Der ist bei mir in der Nähe eingeschlagen. Der ist direkt hinter mir eingeschlagen. Dieses Dorf hat keine Schmiede. Da ist nichts da, was zu plündern wert wäre. Da kam ja schon der nächste Blitz, der direkt bei mir in der Nähe eingeschlagen ist. Der war weiter weg. Ach so. Ich dachte, er wäre wieder hinter dir eingeschlagen. Nein, nur zwei von den drei bisherigen sind bei mir eingeschlagen. Zwei von den drei? Ja, wir hatten bisher drei Donner. Und drei Blitze. Ich hab zwei. Jetzt kommt der dritte. Das war jetzt bei mir der vierte und der ist ein bisschen weiter weg gewesen. Ich warte einfach nur noch drauf. Man hört den Donner und liest im gleichen Moment, der Eisfresser ist gestorben. Einfach mal von so einem Blitz weggehauen worden. Bam! Oh, der war auch direkt hinter mir. Eisen, ich glaube, das Spiel möchte dir was sagen. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, was. Der war jetzt direkt vor mir. Der war schon wieder hinter... Alter! Bambo? Ja? Ich habe das Gefühl, das Spiel will mich töten. Hier schlagen überall mich drumherum Blitze in den Boden ein. Würde mich nicht wundern. Ah! Wow. Okay, der eine ist jetzt direkt neben mir im Wasser eingeschlagen. Und der andere
direkt neben mir im Land. Oh, ich freue mich. Die Aufnahme, die musste besonders gut markieren, dass ich mir die angucken kann. Das wusste ich nicht. Ich schlag wirklich über mich drumherum ein. Ah. Alter, lass mich in Frieden. Es wird immer mehr. Und hier sehen wir das Vermächtnis von der Eisenfresser. Aua! Ah! Aua! Unser Regen. Hallo Skelett. Oh, ich habe eine Fackel gesetzt. Der war auch, glaube ich, bei mir irgendwo in der Nähe. Ich konnte aber nicht genau sehen, wo. Komm. Ach, komm. Oh. Da geht's doch, doch geht's doch gar nicht raus. Da jetzt rüber. Okay, ja, schlag einfach rund um mich drumherum ein. Warum auch nicht? Also, das tut er bereits. Ja, das merke ich. Was ich auch gerade merke, ist, dass während eines Gewitters auch in der Wüste Regen fällt. Oder ich bin nur am Strand. Ich glaube, ich bin nur am Strand. Denn normalerweise in der Wüste fällt kein Regen. Oh. Bin ich schon wieder runtergefallen? Das geht nicht. Ja, der war wieder in meiner Nähe. Das konnte ich aber nicht genau sehen. Wo? Weil umdrehen gefährlich wäre. Alter! Die schlagen wirklich immer näher. Jetzt brennt in meinem Baum. Jetzt brennt der Weg vor mir. Da musst du schon besser zielen, da oben. Ich wollte dich provozieren, bitte. Es tut mir leid. Ja, genau, schlag vor mir ein, schlag hinter mir ein. Da stelle ich mir gerade so lustig vor. Da musst du schon besser zielen. Gesagt, getan. Bam, 10 Blitze. Okay, noch ein Blitz direkt in meiner Nähe. Jetzt brennt das Gras direkt hinter mir, okay. Hallo Creeper. Du machst mir gerade irgendwie wenig Angst. Ich glaube, du solltest erstmal etwas wegbleiben. Meinst du? Komm ich zurück? Ja. Wir haben die ganze Bude vollkommen zerschossen vom Blitzen. Alter, warum? Wie viele? Ja, ist ja gut da hinten. Immer dieses Gewitter mit seinem Aufmerksamkeitsdefizit. Aua. Alter! Okay, der war jetzt direkt vor mir. Fährt schnell rüber übers Wasser. Ich möchte nicht im Wasser stehen, wenn der Blitz hier einschlägt. Kommt da so ein Skelett angesprintet? So, und rüber. Jetzt bin ich aber schon wieder hier. Wo hier? Ich bin schon wieder bei diesem verkackten Wald. Und ich weiß doch ganz genau, was passieren wird. Ich werde dann gleich wieder bei diesem Dorf rauskommen. Du musst gleich erstmal von dem Blitz erschlagen. Nein, das Gewitter hat aufgehört. Bam, tot! Eigentlich habe ich jetzt nur darauf gewartet. Ey, Affenlein! Komm mal hier rüber! Hier ist Party! Guck mal! Voll toll! Toll! Komm so noch zu zweit. Komm so noch zu zweit an. Oh nein! Lauf! Au! Warte, Pietro! Geht! Weg! Hat wirklich das Unwetter versucht, mich zu töten. Komm. Weg! Deinen Pferdarsch! Und du auch, Pferd. Ja, natürlich. Aua. Aua. Oh, ich hab die Türen falsch angebracht. Hi. Eisen? Ja. Wann ist so ungefähr deine Zeitrückkehr? Das versuche ich gerade herauszufinden. Ich habe das Gefühl, ich renne jetzt im Kreis. Ich habe hier nämlich... Ich komme aus dem Haus nicht mehr raus. Da stehen,
Da stehen Leute Affen vor der Tür. Geht weg! Wo geht's eigentlich da hinten hin? Besonders, das ist ja nicht so, dass da einfach nur große stehen, ne? Nein! Diese kleinen Pissbacken stehen auch davor und gucken rein. Nein, geht weg! geht weg! Haha, ich bin schlau, nimm den anderen Weg. Zap, 5 Enderman. Düm, düm. Die gucken dich natürlich auch alle direkt an. Oh, hier ist eine schöne Furt. Hopp. Oh nein. Esel! Ich werde sterben. Esel! Deus Volt! Deus Volt! Tschüss, Schaufel, ich muss Esel zähmen. Hey, komm mal rein. Weg damit. Esel, komm her. Ja, ich habe einen Esel gezähmt. Jetzt. So, jetzt noch einen anderen Esel zähmen, der hier ist. Da können wir Esel züchten. Eselmüde, Esel sterben. Ich glaube, dafür werde ich wirklich sogar meinen Schlachttross, den ich gefunden habe, hier zurücklassen irgendwo. Was? Der Esel hat einen grundlegenden Vorteil. Er ist mein zusätzliches Inventar. Ja, er ist auch gezähmt. Gut, jetzt muss ich meine Esel irgendwo eingraben, damit die nicht da verschwinden. Wo ist eigentlich die Müllschaufel, die ich gerade weggeschmissen habe? Wo ist mein Pferd eigentlich schon wieder hin? Du fragst nach all den Stunden immer noch, wo sich dein Pferd befindet. Ich würde das schon gerne irgendwie wissen. Hier, ich grab die Esel hier am Strand ein. Okay, nicht hier am Strand, sondern hier am Strand. Space Nog. Was? Ja, natürlich. Ist der doch wieder runtergefallen, Esel! Ja, mit Bewohner? Du gehst mir auf die Nerven! So, wo ist mein Gaul? Da muss der schon wieder irgendeine Höhle gefallen. In eine? Wahrscheinlich in alle gleichzeitig. Wahrscheinlich. Ach, guck mal. Das Blöde ist, das ist ein 13-Herz-Gaul. Das wäre sehr unschön, wenn der verschwinden würde. Mit der Diamantrüstung drauf. Tja, Eisen. Komm, ich habe ein bisschen Sand, damit kann ich mir einen Sandstift hinsetzen, damit ich weiß, wo ich überhaupt hingucken muss, um den Gaul zu finden. Wo ist der? Hä? Weit weg. Ach, komm schon. Ich vermute gerade wirklich, dass er in eine dieser Höhlen reingegangen ist. Au. Vielleicht findest du den Kleinen ja wieder auf einer Schlucht. Das ist wahrscheinlicher, als du denken magst. Ich dachte ein bisschen, dass da... Oh. Okay. Alles in Ordnung. Oh. Wo ist ein Pferd? Aber...
Hat er schon wieder die Existenzebene verlassen oder was ist hier passiert? Okay, zuerst einmal speichere ich mir die Koordinaten hier. Denn hier muss ich auf jeden Fall irgendwie zurückkommen, aber wo ist mein Pferd? Alter, wo ist das Mistvieh? Na, hoch. Ich brauche mehr Aussicht, glaube ich. Noch mehr Aussicht. Das könnte ich dir nicht mal sagen, wo dein Bock hin ist. Oha. Oha. Hä? Guck mal, 3 Sekunden weg, um irgendeinen Esel zu zähmen. Und was passiert? Das Pferd verschwindet. Tu mal die Goldäpfel weg, nicht, dass ich die aus den Fresse. Ich kann echt nirgendwo sehen, den Gaul. The Gaul is far, far away. Boah, ist echt schlimm, wie die Pferde einfach abhauen. Ja. Da muss ich mir kurz mit dem Esel losziehen und das Pferd suchen. Was ist falsch mit dieser Welt? Vielleicht ist es in diese Höhle reingesprungen und dann irgendwohin verschwunden. Sag bloß, dass ich wirklich in die Höhle, in die Tiefen dieser Höhle reingeklettert. Hier kannst du nicht rein, braucht 2 breiten Eingang. Hier auch. Es ist einfach weit, weit weg. Creeper? Ja. Noch, und zwar 2. Oh, das geht nur noch. Ja, ich hab das einfach per Schild geregelt. Aua. Ach, hier muss ich auch noch weitermachen. Siehst du? So, erst einmal eine Werkbank aufstellen. So, bam bam. Dann eine Kiste. Bam bam, bam bam, bam bam. Dann. Gib mir bam, das bam, bitte zurück. Bam, 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 so, bam, Schatzesel, bam. Nimm mir mal bitte das ganze wertvolle Gedöns. Nimm mal das ganze wertvolle Gedöns. Esel springt in Lava. Oh! Wenn du so formulierst, Esel, gib mir mal bitte das ganze wertvolle Gedöns zurück. Nimm stattdessen. Ich kann nicht, ich habe eigentlich nur ein wertvolles Gedöns dabei. Okay, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Ach komm, nimm einfach das ganze wertvolle Gedöns und bitte spring nicht in Lava. Arbeit, Arbeit. Wo ist mein Arschgaul? Komm, Hüpfesel, du schaffst das. Wir holen bestimmt dieses richtig krasse Schlachtross auf. Mit einem Esel. Boah, zieh weg von einem Pferd. Das regt mich auf.
Lass mich kurz überlegen. Nein. Ja, so darf das gerne bleiben. So. Ich lasse mich eine Diamantpferderüstung einfach so abziehen. Ach, stimmt. Da war ja was. Das ist voll der Betrug in diesem Pferd. Ja, ich bin gezähmt. Danke für die Rüstung. Cheerio, Motherfucker. Tschüss. Klopp, klopp, ich bin weg.